Gut, ich glaube, wir werden schon erstmal zurück müssen, wenn wir hier. Wir haben nur die schweren Sachen dabei. Oh, das war stehlen. Stehlen wollte man nicht. Sorry. Oh. Außer meine Hand wäscht die andere. Das finde ich schon wichtig und richtig, dass man da ein bisschen was zurückgibt. Passiert eh viel. Ich möchte nicht stehlen. Toni! Sorry, ich hab gestohlen, Toni. Joe und Toni. Oh, sind das Mafiosi oder wie? Ah, lassen wir das Zeug denen. Ah, naja, okay, obwohl. Na, lassen wir das. Einfach. Können wir die irgendwie befreien? Können wir die wieder glücklich machen? Oh, ist sie kopflos. Ach, das war der eine Typ, ich weiß schon wieder. Rosa farbenes Kleid, das könnte man Melli mitnehmen. Ein sauberes rosa farbenes Kleid sogar. Tato? Was ist denn ein Tato? Ach so, die Tomatendinger. Ich habe kurz auf so ein Tanto gedacht. Auf so ein, na, so ein kurzes Messer aus Japan. Wie gesagt, stehlen möchte nicht, das gehört sich nicht. Oh, wer bist du? Mac? Erst können wir hier mal ein bisschen für Ruhe sorgen. Wo ist denn da noch jemand? Die tun mir alle leid, ich möchte reden mit denen. Und die befreien und beschützen. Ich bin. Wer bin ich? Oh, die kommen zu zweit. Oh ja, weg hier. Schau, die sehen mich hier stehen und die denken so, oh shit, der hat eine schallgedämpfte Makarov. Okay. Ja, die Bruderschaft sind meine Freunde, Winfried. Ich möchte da nicht drauf schießen. Außer ich hätte die Tesla-Kanone dabei, dann wären die schon. Aber sind die jetzt wieder. Aber irgendwas ist rot hier. Na, aber ehrlich, warum ist der rot? Das macht mir Sorgen. Tönchen, könnte man mal raiden. Ich habe irgendwo, vielleicht weil ich gestohlen habe. Nein. Mal da aus Versehen jemanden angeschossen. Ich möchte reden mit denen. Hier ist die Welt in Ordnung, gell? Doc. Doc Weathers biegt sämtliche Verletzungen, Einschusslöcher und Krankheiten wieder hin. Aber ein Heilmittel für schlechten Charakter gibt es nicht. Alter, apropos Heilmittel für schlechten Charakter. Ich habe gestern ein Video gesehen, warum die Social Media Kanäle quasi die Menschheit verdirbt oder warum das irgendwie so negativ behaftet ist. Jetzt nicht die Menschheit verdirbt, das klingt ein bisschen, aber warum das negativ behaftet ist. Gibt es echt spannende Videos. Kampfrüstung, oh, nö. Die Gunner-Geschichten gefallen mir nicht so gut. Aber was hat er, was wir brauchen können? Steampacks, yo, Steampacks. Echt spannend. Also manche Videos gibt es wirklich auf YouTube. Oder generell, manche Videos sind genial. Aber es sind nicht wenige. Aber trotzdem, ist ja gut, dass es gibt. Die MK1, die lassen wir hier. Und Armmantel legen wir auch ab. So, können wir das mit Steampacks? Spürst du Diablo 4, Winnie? Oh, ich möchte nichts zahlen dafür. Ah, wurscht. Schade, dass uns diese Siedlung so feindselig gegenübersteht. Das. Nope. Okay. Schade. Das ist echt ehrlich schade. Das sowas wollte, so weit wollte ich es nicht kommen lassen. Da können wir jetzt aber vermutlich nichts mehr dran ändern. Ich muss die Rüstung da rausholen. Ich muss die T60 Rüstung rausholen. Die ist wichtig für meine Sammlung. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir jetzt wirklich ehrlich nicht sicher. Mir kommt. Oh, Türstopper, guten Morgen. Mir kommt Melle bekannt vor. Der Name, den habe ich schon irgendwo gelesen. Also, nicht nur den Namen Melle, ihren Nicknamen. Wo bin ich nicht schon mal irgendwo. Egal. So.
Wir sind sicher gleich mehr als voll. Ja, ich brauche aber die Ausrüstung. Schon vor dem Raid. Dankeschön. Dankeschön, ich bin froh, dass es wieder geht. Ich bin wirklich froh, dass es wieder geht. Ich möchte die Story durchspielen. Es ist, wenn du mal so weit drinnen bist, dann möchtest du halt auch wissen, wie es ausgeht und wie es weitergeht. Wie viel Platz haben wir noch? Hm. Nicht mehr viel, ja. Dim dim, das war's. Nee. Schade. Dann legen wir hier die ab. Mal das Wichtigste habe ich jetzt einmal rausgeholt. Ich weiß noch nicht, ob es sich wirklich lohnt, da nur mal zurückzukommen, aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Irgendwann. Wir haben gesehen beim Institut, was Ausrüstung kostet. Und gute Waffen kosten. Und auch Munition. Wenn wir für die Waffen, die wir gern benutzen würden, die Munition brauchen, dann kostet die einiges. Oder wir bauen jetzt endlich mal Sanctuary aus mit dieser Produktion. Das wäre. Ich bin spielerisch immer noch da, wo ich gestern war. Nichts erreicht. Aber du hast heute noch. Und morgen. Und übermorgen, Türstopper. You get it. Was ist das, was du gerade machst? Raids oder was ist das? Dungeons oder wie nennt man das? Was du gerade vorhast in Destiny. Mich juckt das Bein. Ist erst 9, ich habe noch so viel Zeit Vormittag. Ich habe noch so viel Zeit. Wahnsinn. Aber die Ladezeit daraus ist ewig. Ich möchte gerne einen Mod installieren für Fallout 4. Einen einzigen Mod installieren. Das Problem ist, dass ich mich fast nicht traue, aufgrund dieser Next-Gen-Updates. Und ich auch nicht weiß, wie das funktioniert. Ich werde es aber riskieren. Ich glaube, ich werde es riskieren. Ich werde mir vorher die Safe Games rausspeichern. Wenn es schief geht, dann lade ich das einfach nochmal neu runter, das Spiel. Aber sowas wie hier, dass man das so lange braucht, das ist einfach richtig, richtig uncool. Das gefällt mir gar nicht. So. Feinde in der Nähe. So, jetzt reicht's. Die gelten doch nicht als Feind. Wirklich jetzt? Echt jetzt? Ich schieß nicht auf den. Hallo, Freunde. Hi. Möchte niemand reden mit mir. Aktivität spielen, 50 Runden bis zum Endboss. Davon gibt es drei verschiedene Ablevel. 50, die muss man erst erreichen auf den richtigen Boss. Na, Hanna fehlt noch. Perfekt. Ja, so geht's mir bei Diablo 4 gerade. Bissl. Diablo 4 hat auch gerade super coole Vibes wieder. Da macht alles gerade Spaß irgendwie. Und es spürt sich gut. Wir spürt sich wirklich gut. Ja, aber es ist einfach viele Spiele. Zu viele Spiele. Das ist irre. Einerseits gut, wenn einem nicht langweilig wird, andererseits doof, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll und so weiter und nicht weiß, wo man aufhören soll. Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht, verkaufen, weil wir das Geld brauchen. Ist hier der Händler? Ist hier die Händlerin? Wer die das? Händler? No? Nie? Niemand? Kann man irgendwie... Kriegt man das hin? Du bist doch die Händlerin. Du schon wieder. Willst du handeln? Nö, hätte ich nur gern stundenlang betrachtet. Lass mal sehen, was du so hast. Ich verkaufe immer gern. Kann man irgendwie züchten, Händler an die Siedlung heranzüchten? Geht das? Funktioniert das irgendwie, dass man sagt, man muss halt größer werden, dann kommen die Händler von alleine oder so? Geht das oder geht das nicht? Ja, der hat wieder Steambags. Ich weiß nicht, wie viele Steambags ich schon habe. Oh, 67. Oh, das ist viel. Psst. Ja, das bringt. Das ist. Ich hau es in die Truhe rein erstmal. Alles, was ich nicht brauche. Ich glaube, waffentechnisch haben wir den Laser nur. Kleidungstechnisch. Und das werden wir irgendwann einmal in Ruhe verkaufen.
Oh. Stimmt. Nein. Ah, ich hab's genau gewusst, was passiert. Da müssen wir so aufpassen. SB. Kampfrüstung. So, jetzt. Ja. Wir bräuchten nur so ein Gestell, bräuchten wir nur. Sollte man jetzt einmal wieder wo ans finden, das wäre ganz toll. Da bräuchte man mehrere tatsächlich. Was haben wir nur? Wieso habe ich gerade keinen Platz, Freunde? Was haben wir denn schon wieder? Schrott haben wir nichts, Mods haben wir nichts. So viele Hilfsmittel dabei. Gerät verteidigen nebenbei, reparieren, so cool reinwerfen. So noch sehr viele knackige Gegner, cool. Klingt aber spaßig. Klingt so, als würde es Spaß machen. Genug Cola behalte ich jetzt einfach mal. Dann nehme ich auch nicht alles mit. Steambags haben Gott sei Dank kein Gewicht. Wo haben wir unser ganzere... Was ist so schwer hier? Der Mantel ist so schwer. 100%. Es liegt am Mantel. Ich wüsste nämlich sonst nicht, was hier so schwer wäre. Es hat ja alles kein Gewicht, deswegen verstehe ich es nicht. Mods sind nicht schwer, Schrott haben wir nicht, Diverses hat ja... irgendwas hat da jetzt Gewicht gehabt. Carringtons Prototyp, aber sonst hat hier kaum was Gewicht. Ja gut, 13 Wasser. Hat auch ein Gewicht. Aber der Mantel, vor allen Dingen der Mantel... Ja, ändert halt nicht viel, ne? Gut, dann werden wir mit nach dem Speichern mit Vater reden. Ja, ich habe kurz überlegt, ob wir nochmal reingehen in Bunker Hill, aber nö. Nö. Sicher nicht. Also zumindest nicht jetzt. Weil wir sowieso keine Händler finden, die genug Kronkorken haben. So, wo ist denn Daddy wieder? Wieso wird er mir nicht angezeigt? In den Ruinen des CIT. Bist du hier? Ah, ich bin falsch abgebogen. Okay. Upsi. Passiert. Ein bisschen was an Level 32 Fortschritt haben wir schon. Boah, das fühlt sich auch, als wäre Terminator. Mit dem Hin und Her. Was ist da drinnen? Gut, dass sie in dem Spiel kommen. Unbedingt mal mit 1 und 1 quatschen, bessere Leitung mit Glasfaser besorgen. Will irgendwie auch, doch auch langsam mal streamen. Oh cool! Mit Facecam, alles drum und dran. Greenscreen, Facecam. Wow, hey. Hey, wo sind die Supermutanten her? Ach Mann, ich hab die schon alle mal zerlegt, hey. PlayStation 4, Freund. Der Berge. Herrgott. Ah, das ist ein Synth. Oh, das ist ein Synth. Synth klingt komischer.
Headshot. Wow. Lul. Okay, da müssen wir wohl oder übel reingehen, ey. Wow. Ich muss looten, sorry. Hätten wir gleich machen sollen. Ja, stimmt, habt ihr recht. Ah, das Ding schon wieder. Kriegt man diesen, kriegt man irgendwann dann einmal raus? Funktioniert das Ding oder kriegt man das nie raus? Oh, das, das läuft so langsam. Ach, ist wieder so ein blödes Spiel. Da bin ich voll anfällig dafür. Von der PlayStation streamen. Warum möchte man das? Da muss sich jeder wissen, Gottes Willen, aber... Hallo, guten... Boah, den jetzt da runterstoßen. Okay, das ist nicht weit. Ja, aber es ist das Ding, nicht? Wenn man es bei Robotern macht... So, hätten wir gleich alles erledigt gehabt, hätten wir natürlich gleich begonnen zu looten. Hätte, hätte. Ja, oh, speichern, schadet nicht. So, wo ist Big Boss? Hier geht's nicht weiter, doch. Was war da drinnen? Hier ist nichts. Das Büro. Hier ist nichts. Ich glaube, hier haben wir schon gelootet. Ja, warum nicht? Mein Glasfaser habe ich auch. Glasfaser ist ganz nett. Aber ich hätte da gerne eine dickere Leitung. Bin ich ehrlich. Aber für Streamen braucht man es halt nicht. Und mir ist zu teuer. Also jetzt glaube ich 54 Euro für die 300er Leitung. Glasfaser. Aber mehr ist mir halt dann auch nicht wert. Das Schloss sieht stabil aus. Jawohl. Also. Ja, durchgreifen. Das ist dein Tanzbereich. Unbedingt durchgreifen und nichts gefallen lassen. Da habe ich Glück. Also bei mir verirrt sich hin und wieder mal jemand so. Da der Raid von vorhin ist auch super geil. Freut mich mega. Ich kann, bin aber leider Gottes. Kann das gar nicht so zeigen. Es tut mir auch furchtbar leid. Aber ich werde natürlich auch bei Melle dann vorbeischauen. Als Dank und ein bisschen Chat beleben und so. Und dann raidet hin und wieder Nastos, was auch mega ist natürlich, wenn der mit über 100 Leuten vorbei raidet. Aber wenn die Jungs streamen, dann habe ich relativ... Ja, aber ich raid auch mit 10 Leuten rüber, so ist es nicht. Gottes Willen. Nein, ich hasse dieses Scheißding echt. Alter, habe ich der Server. Geht's? Musst du nichts arbeiten? Ich bin im Kreis gelaufen. Bin ich blöd? Wo geht's denn da raus? Freitag ist Homeoffice-Tag. Ach, so nennt man das beim AMS. Okay. Wo muss ich denn hin? Ehrlich jetzt? Ich habe absolut keine Ahnung. Bin doch da schon mal irgendwo draußen gestanden, auf so einem Balkon oder so. Oh, oh. Hi. Bin ein bisschen verloren gerade. Ich weiß 100%, dass ich da schon mal auf so einem Balkon gestanden habe.
Das ist oben, sagt man das auch. Okay. Auf dieser Ebene. Okay, aber. Was tut sie, Alter? Irgendwas Cooles? Außer RB. Und hält da was? Ich muss. Hier irgendwo rausfinden. Ah! Scheiß Ding echt. Irgendwo eine Luke oder irgendwo eine Dachluke oder so, oder? Habe ich gesehen, dass. Aber warum ist ja B schon wieder auf Eis gelegt? Wegen Cyberpunk. Echt jetzt? Oh Mann, ey, wie kann man denn das. Wie kann man denn hier nicht weiterfinden? Das ist ja nicht. Hier geht's auch nicht raus. Hier geht's auch nicht raus. Hä? Bin ich hier überhaupt richtig? Ist die Frage. Ich geh jetzt nochmal zu den Ruinen. Kann nicht schnell reisen. Nein, kann ich dir privat schreiben. Wow! Yes! Drama! Boom! Ich liebe es. Bin komplett lost hier. Scanner, Person identifiziert. Freundchen, sag mal den Weg, bitte. Gibt's vielleicht eine andere Treppenseite da drüben oder so, wo es rausgeht? Ich schwöre, ich war da schon mal drinnen und ich war, glaube ich, schon mal oben. Kann man sich wirklich, manchmal habe ich Angst an mir selber. Weil ich das nicht weiß. Oh, hier gibt es eine Treppe. Drama. Na. Na. Hier. Geht's eh raus. Kurz mal AFK. Okay. Bist du wieder zurück? Bist du jetzt schon wieder zurück? Leute. Hallo. Leute. Du hast geschrieben kurz. Ach man. Immer diese ungenauen Zeitangaben. Hallo? Niemanden ist mehr Verlass heutzutage. So wie dieser kurze Ladebildschirm, weil es da rausgeht, gell? Super kurzer Ladebildschirm. Boah, ist der Ladebildschirm kurz. Wird verrückt. Oh, Sole mio. Ja, so Fahrstuhlmusik oder so wäre jetzt ganz nice. Aber nicht im Angebot. Deswegen möchte ich den Mod installieren. Ja, da diese Dinge fixt. Vertipearls! Ah, da steht er. Doch. Was ist die Mission hier? Guten Tag. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt... Das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Warum bist du dann hier? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Aber warum mich erneut einfrieren? Natürlich als Sicherung. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B.
Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Warum lasst ihr mich jetzt raus, nach dieser langen Zeit? Das ist... schwer zu erklären. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Schwierig. Weiß mir so, ne? Sean, eins solltest du wissen. Ich liebe dich. Das sehe ich. Das ist... bemerkenswert. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Was meinst du damit, dass die Synths umfunktioniert werden? Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Wow. Hey. Boah, ich hab den getroffen. Alter, was ist da unten los? Oh, gib mir so einen Fatman. Der wäre jetzt voll praktisch. Der wird denn da runtergehen und looten, Freunde? Ich bin's nicht. Ich schieß die jetzt einfach mal weg, das ist wie beim Moorhund früher. Und Erfahrungspunkte gibt's auch. Die Erfahrungspunkte hat man beim Moorhund nicht bekommen. Ah, ihr habt die gesehen, Freundchen. Ihr habt die gesehen, komm raus. Kann man hier... Nein, geht nicht. Hallo. Ich glaube, das wird nichts. Das ist doch sein Kopf, oder? Ich sehe es nicht. Er macht aber auch keinen Unterschied, ob er jetzt... Oh, nice. Hm? Dem hat niemand gerechnet. Yes. Ja, das war ein Fehler. Ah, okay. Ich schieße, aber ich treffe nichts. Ich brauche irgendwann einmal einen anderen Stuhl, Freunde. Ich hasse den schon so viel. Ich bin in der Arbeit auf einem normalen Bürostuhl. In meinem Dienst dann in Zukunft. Und da sitzt man so bequem. Und auf dem, wo ich jetzt drauf sitze. Mutiert?
Ach, jetzt hat er wieder volle Leben. Also super, super hat das funktioniert. Ja, ganz toll, ey. Ups. Aber alles, was du googelst nach Stühlen, ist total bescheiden. Ja, das nervt. Aber ich kann mir nicht schon wieder einen neuen Stuhl kaufen. Ich kaufe mehr Stühle als sonst was. Das nervt extrem. Weil überall steht dabei, dass er bequem ist. Ich finde ihn nicht bequem. Und der hat super Rezessionen. Der ist mega. Aber ich muss das so oft wieder... Oh, nice. So, einer lebt noch. Oh, unter mir? Uah. Aua. Wow. Hey, das sagt man nicht, Freundchen. Schaut ein bisschen aus wie Scarecrow. Jetzt schaut er nicht mehr aus wie Scarecrow. Was können wir gleich looten, nicht raiden. Oh gut, Mann, das ist einfach. Und ich wollte gar nicht. Aber jetzt, wo ich schon herum. Nein, 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 nein! Das Ding passiert öfter. Oh shit, was war das? Was war denn das schon wieder? Es war irgendeine Kleidung. Vielleicht mehr Energie? Niedriger deine Gesundheit ist. Okay, das ist schräg. Das war der legendäre, ja. Wow, was schießt denn die? Wow, super. Boah, krass. Puh. Wollen wir das Haus zum Einsturz bringen oder was ist unsere Mission hier? Hier auch Schallgedämpfte. Komm mal runter da. Ich will nicht looten hochgehen müssen. Ah, hier. Danke. Jawohl. Schallgedämpft geht hier immer echt. Hallo? Ich häng fest. Na. No. Geht's da rein? Also ich kenne keinen bequemen Bürostuhl, aber es gibt da offensichtlich so viel am Markt, dass das gar nicht einfach ist. Und dann mal schauen, was da drinnen ist. Nur kurz. Dann gehen wir zu Daddy zurück. Okay, habt ihr mich überredet. Es ist 9:30. Sam Fischer wäre stolz auf uns, Freunde. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich glaube zu wissen, wo ich bin. Hm? Da ist nichts mehr. Hä? Ich hab was gehört. Hier waren wir schon mal, oder? Nur einen kurzen Blick reinwerfen. Nur einen ganz einen kurzen Blick und dann gehen wir wieder raus. Gesprochen. Cambridge, da geht's hier raus. Irgendwie schaut die verdammt cool aus, aber es sind halt immer Raider. Aber irgendwie schaut eh aus wie Sam Fischer, oder? Ah, da geht's auch raus. Krass. Na gut. Viel war hier nicht zu holen. Spiel ist weg. Und funktioniert. Hey. Das war nicht Land. Ja, das hat's früher nicht gemacht. Was hast du früher, aber.
Den musst kaufen. Das ist ein DLC. Den musst du extra kaufen. Solange sie es Namen macht, geht's ja, aber wenn sie es öfter macht, ist es ziemlich uncool. Und gestern hat sie es ziemlich oft gemacht. Gestern habe ich echt schon geglaubt, es geht hier nichts mehr.